Das Intro ist sehr laut, gebe ich allerdings zu. Ich glaube, das muss ich nochmal neu machen, leiser. So, hallo und willkommen. Weil ich habe kein Wort verstanden von dem, was du gesagt hast. Das war das Intro lief. So laut ist das. Ich habe gesagt, das Dorfzentrum, dieses Gebäude. Ja. Um auf Stufe 2 hochzukommen. Ja. Muss weit genug weg sein von dem jetzigen Dorf da oben. Okay. Und dann gründest du ja im Endeffekt eine Siedlung damit. Ja. Das heißt, du kannst ja dann auch einen Namen geben. Okay, okay. Aber bis wir da hinkommen, das dauert leider. Okay. Jo, ich sage auf jeden Fall hallo und willkommen zurück zu unserem Spiel. So, das wollte ich noch schnell hinzufügen. Mhm. Weil? Weil wir halt die ganzen anderen Sachen auch alle brauchen da. Also im Endeffekt brauchst du, solltest du alles frei haben, was du unter dem ersten Technologiebaum hast. Okay. Ja, ich gehe mal nochmal nach den Fallen gucken, ne? Ja, ich habe vorher da hinten auch nochmal zwei aufgestellt. Okay. Was wir halt viel brauchen, sind diese verdammten Riemen. Und die Riemen kriegst du halt nur durch diese Banditen. Herstellen geht leider erst auf Stufe 2. Wenn es nicht so verdammt dunkel wäre. Dann würden wir nicht auch die Fallen finden. Ah, da ist sie. Ist sie kaputt oder? Ich glaube, das nachts. Es macht einfach keinen Sinn, irgendwas nachts zu machen. Weil man sieht einfach nichts. Echt nicht? Also ich sehe echt genug. Ich muss mal gucken, ob gibt es hier eine Gamma-Einstellung. So, Tasche brauchen wir Riemen für. Scharf. Tasche wäre halt schon geil. Spielen. Klamotten wären gut. Es gibt aber keine Einstellung für Gammas, also. Also bei mir ist es halt nicht dunkel. Ja, bei mir ist es halt semi-dunkel. Also es ist so dunkel, dass ich die Falle zwischen den Sträuchern hier nicht sehe. Also ich habe jetzt eine gefunden, aber das war reine Glückssache. Also hat keinen Sinn, das nachts zu machen. Es kann ja sein, dass die eine Falle gar nicht voll ist. Ja, kann ja sein, aber ich sehe es halt nicht. Also die eine Falle ist hier am Stein. Und die andere Falle ist direkt links daneben. Ich sehe es halt nicht. Verstehe ich wieder nicht. Ja, ich auch manchmal nicht. Wir müssen gucken, dass wir auch dieses andere Kochgestell kriegen. Weil dadurch wird das Essen wiederum noch mal ein bisschen besser. Nicht viel, aber etwas. Aber das andere Kochgestell, das müssen wir erstmal erforschen wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Dafür brauchen wir nur Hanf, Stein und Holz. Mhm. Oh, hier ist Stein hin. Hier ist Stein drin. Nee, Stein hat er schon. Nur noch Hanf und Holz. Was war das? Herstellung. Stufe 1 auf Stufe 2. Ein Holz habe ich bis jetzt. Also noch 4. Mhm. Achte, ich bring dir Holz. Ja, brauchst du ja nur da reinlegen. Er geht ja dann forschen. Hm. So, erledigt. Sehr gut. Ja, unser Dulli ist halt einfach schwach. Er hat halt einfach nur Kochen
jagen und so ein bisschen forschen und arbeiten. Der hat immer nur das eine im Kopf, ne? So, ich mach jetzt noch hier ab, bis hier der Barren fertig ist. So. Man meint, ich soll mal so die Hälfte verbraten an. Ziehen an Kupferbahn. Wie viel haben wir denn da an Kupfer? Wir haben 10 Kupfer. Ja, also im Endeffekt, ich würde. Ja, wir haben ja schon 3 Barren. Ja, ja, weiß ich. Ja, 10 in Summe. Ja, würde ich. Ich würde es jetzt erstmal so lassen. Okay. Weil wir müssen halt gucken. Erstmal brauchen wir für die Bauten, glaube ich, keinen Kupfer. Mhm. Wenn, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir noch ein bisschen Zinn besorgen. Dass hab ich den einen oder anderen gefunden. Bronzebarren machen können. Mhm. Und dann müssen wir halt erstmal gucken, dass wir, was weiß ich, die ganzen Forschungen hier machen. Ein Trapperlager. Da können wir unseren Dude dazu bringen, dass er die Fallen auffüllt. Dann brauchen wir uns da nicht mehr drum kümmern. Dafür müssen wir dann nur gucken, dass wir in der Werkbank schauen, dass wir kleine Fallen auffüllen. Immer auf wenigstens 2 lassen. Das heißt, wenn die kaputt gehen, sind immer 2 Fallen da, auf jeden Fall. Alt. So, eine Axt würde ich auf jeden Fall ihn machen lassen, dass wir davon immer eine haben. Wir können aber auch schon eine Spitzhacke herstellen. Dafür brauchen wir den Riemen, den haben wir einen. Und wir brauchen ein bisschen Dings. Ja, guck mal. Dann platzieren wir das doch einfach schon mal. So, wir brauchen Holz, Stein, Seil und sogar einen Zinnbarren. Wo hat sie denn die neuen Fallen hingestellt? Wenn du M drückst, siehst du sie. Okay. Die sind links von uns unten. Ah, ja, okay, sehe sie. So, jetzt werde ich schon wieder zugespammt. Oh, Flachs. Findet man Flachs, nehme ich es mit. Kein Flachs. Dum, dum, dum. Fallen waren alle leer. Bis jetzt. Mhm. Bären, die wachsen anscheinend ja relativ schnell nach. Ah, hier ist was drin. Oh, 2 Fleisch sogar. So, 4 Fleisch habe ich. War also wieder was drin in der Falle, ja? Jo. So, dann machen wir schon mal die. Am besten das Trapperlager. Weil dann kann der Dude das nämlich gleich auch übernehmen. So, 2x Seil. Oh, haben wir überhaupt Pilze da? Nur fertig gekochte. Gut, dann muss ich mir eben rohe Pilze holen.
Also ich glaube, ich habe jetzt auf meinem Spielstand, glaube ich, schon 3 Angriffe oder so hinter mir. Okay. Nicht nice. Und das wird nicht einfacher. Das glaube ich. Wie schmeiße ich denn etwas weg? Ich meine Alt gedrückt habe. Ah, einfach raussägen. Nee, einfach raussägen. Oder rausziehen. Ich Bären essen, deswegen. Hat er schön praktisch in ein Beutelchen getan. So, 10 Steine brauchen wir noch. Da sind keine. Da sind 2. Und da ist nichts. Also brauchen wir noch 8 Steine. Okay. Wo ist die neue Feuerstelle? Bin ich blind? Noch nicht fertig. Die Ach so, ist hier die ist noch nicht fertig. Ah, oh, okay, sorry. Ich habe ja noch keine Teile geholt. Ich sag ja, also ressourcentechnisch sind wir halt viel am Laufen auch. Am Anfang. Mhm. Dann benutze ich nochmal das alte Feuer, einfach nur damit ich Platz im Invi krieg. Oder packst du erstmal eine Lagerkiste? Ja, ich hab's jetzt schon mal angeschmissen. Hab ich Weil in der Lagerkiste Platz. Passiert ja auch nichts. Also, ja, vergammelt zwar auch, aber da ist es erstmal gesteckt. Juhu. Ach ja, Kopf hatte ich ja auch noch. So, Holz habe ich schon mal reingelegt. Hobby? Holz? Ja, da stand noch Holz bei. Mhm. Es fehlen noch 2 Holz, 5 Steine, 3 Seil und 1 Zinnbarren. Genau, und Zinnbarren müssen wir noch herstellen. Aber haben wir Zinn überhaupt? Nein. Ich wollte doch sagen. Deswegen, wir müssten uns eigentlich so eine Spitzhacke machen, dann könnte man einmal so eine Zinnmine gehen. Kann man ein bisschen was holen. Ist sie denn immer an der gleichen Stelle? Nee, ne? Doch. Ja, echt? An der gleichen Stelle. Ja, ja. Okay. Das so Ressourcen mit Zufall. Nee, nee. Also es gibt ja auch diese eine feste Karte von dem Spiel, wo man nachschauen kann. Schöne rote Blumen. Boah, dieses Grölen von diesen Hirschen. Ich denke jedes Mal, das ist ein Bär. Da ist Holz drin. Tapperlager ist fertiggestellt. Sehr gut. Dann können wir das nämlich auch schon mal als Blueprint hier hinsetzen.
Kann das hier gesetzt werden oder muss das woanders? Na, also wir können es hier machen. Okay. Also er läuft ja sowieso. Ja. Na, also ich würde jetzt einfach hier irgendwo mit hinten neben den Sammler einfach erstmal setzen. Ach, du hast schon. Also ich habe auch schon gesehen, wenn du jetzt B drückst, hast du ja oben einmal umbenennen und einmal zerlegen. Und zerlegen kann man halt dann benutzen, wenn wir im Stadium 2 sind, das neue Gebäude haben. Weil die Hütten, die wir jetzt alle bauen, gibt es ja in Stufe 2 natürlich besser. Logisch. Dann kann man Stufe 1 abreißen und baut Stufe 2 dafür lieber hin. Mhm. Also somit kann man dann sein Dorf aus Steinzeit zum, ne, Weiterentwicklung bringen. Ja, ja, klar. So, wir brauchen 3 Seile. Für Seile brauchen wir Flax. Flax ist jede Menge hier drin, ja. Gut, dann mache ich mal eben 3 Seile. Nebenbei alles abklären hier. Also wird das morgen echt sportlich, ey. Brr. Ja, wenn du schwimmen gehst, ja. Ja, nee, ich muss vorher auch noch ein bisschen hier machen. Ja, ja, klar, wird stressig. Aber nicht gestresst sein, du. Weiß ja, immer relaxed. Ja, ja. So, Stein, 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 wo bist du? Stein der Weisen. Ach, fuck. Jetzt habe ich Schnüre gemacht anstatt Seile. War passiert. Weiß nicht. Ist ja nicht schlimm. Nee. Für irgendwas würden wir sie noch brauchen können. Sie werden ja nicht schlecht. Für irgendeine Forschung. Das Gute ist ja, du kannst ja jede Forschung einfach anfangen lassen. Du kannst immer eine neue wählen. Was weiß ich dann, weil der Forschungsfortschritt, der bleibt immer erhalten. So, wir brauchen 8 Holz, dann hat er nämlich das Reiseschild. Kann er dann forschen. Und das ist dann unser Schnellreisepunkt, so gesehen. Ja, okay. So, 6 Holz waren da noch in der Kiste. Ja, hatte ich eben schon welches reingelegt. Dann fehlen nur noch 2. Ja, ich hab dabei. Ja, eigentlich ganz malerischer Punkt für unsere Siedlung, ne? So rein optisch. Also ich habe ja auch jetzt mir dieses Weizen schon mal besorgt gehabt. Weil du brauchst ja für dieses Stufe 2 Gebäude halt dieses Strohdach, ne? Oh, also 8 von 16 habe ich jetzt schon mal hinzugefügt an 8 von 16? Holz. Weil du brauchst auch 5 Baumstämme. Oder so waren es. Auf jeden Fall eine hohe Zahl. Okay. Ja, also die Forschung kriegt er auf jeden Fall fertig. So, da brauchen wir nur Seile und Zinn. Holz ist fertig. Fehlen also noch Baumstämme dann. Aber einer, glaube ich, war hier drin. Jo. So. Also schön fertig. Einmal Flachs zu wenig, scheiße. Habe falsch gemerkt. Falsch gemerkt? Falsch gemerkt, die Anzahl Flachs, die ich brauchte. Ah, so. Ja.
Zinn, Kupfer und Holzstämme. Holzstämme, Steine. Es fehlen noch 7 Baumstämme. Ja, Baumstämme ist halt immer so eine Sache, ne? Aber ich habe jetzt gesehen, bei Stufe 2 in dem Forschungsbaum gibt es einen Förster. Hm. Also das heißt, wir können eigentlich alles roden und uns dann irgendwo einen Förster hinsetzen, um das alles wieder schön zu machen. Ja. Deswegen ist ja der Vorteil, dass wir hier eigentlich eine ziemlich freie Fläche haben. Sind halt immer nur ein paar Wege für uns zu laufen. Das könnten wir aber mit diesen Reiseschilden Das ja abkürzen, ne? Ein bisschen abkürzen, ja. Weiß ich schon wieder nicht, was ich wollte. Bäume? Ne, ich brauche ja nicht Holz, sondern Baumstämme. Mhm, sag ich ja, Bäume. 7 Steine brauchen wir noch. Für die Forschung. Irgendwann werde ich so blöd gucken, wenn da tatsächlich ein Bär vor mir steht, als statt der Elch. So, also Viertel nach 9:30, gut. Ich glaube, da werde ich morgen schon um 6 Uhr aufstehen. Da tut man nicht alles. Ach ja, sieh. Seil war... 2... Und so. Sicher. Also ich weiß auf jeden Fall, wir werden, glaube ich, locker 2 Felder machen müssen. Weil... Eigentlich, ich sag mal so, nahrungstechnisch werden wir eigentlich nie ein Problem haben. Weil du brauchst ja die Nahrung eigentlich nur für ein bisschen Boost. Ja, richtig. Ist ja kein zwanghafter Ernährung sozusagen. Richtig. Aber du brauchst die Felder halt für dieses ganze Stroh, um das herzustellen. Das heißt, jede Menge Weizen. Noch um einen Baumstamm. So. Bum.
So, jetzt brauchen wir nur noch den Zinnbarren. Dann sind wir da auch fertig. Sehr gut. So, warte mal eben. Brauchen wir denn für die 8-mal und einen Riemen? Na, das trifft sich ja gut. 8-mal das. Ein Riemen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Spitzhacke. Heißt, ich renne dann damit schon mal einmal zu dieser Zinnmine und hol mal ein bisschen Zinn. Ach, das. Ich habe in der Zeit das Trapperlager gebaut. Ja, schön. Fertig. Sehr schön, sehr schön. So, wir brauchen hier auf jeden Fall nur noch den Zinnbarren. Für den Dings, dann ist das fertig. So, für die Forschung braucht er noch 7 Steine und 5 Holzstämme. Mhm. 4 Holzstämme. Fällerlager oben ist auf jeden Fall nichts drin. Ja, ich denke, Steine bringe ich mit. Die finden sich so gut zwischendurch. Ja, also auch jetzt gleich bei dem Zinn abbauen oder so. Du kriegst ja nicht nur Zinnerz daraus, sondern halt auch Stein und alles. Mhm. Das ist halt auch mal. Naja, da sind die Berge. Wie viel Steine Problem ist halt nur 7. 7, okay. 5 habe ich schon. Problem ist halt nur, direkt hier wo die Zinnbienen sind, ist natürlich auch ein Banditenlager. Normal. Ja, 2 Steine habe ich bis jetzt bekommen. Einen dritten Stein so. Oh, 1 Zinn habe ich schon mal. 2-mal. Dry. Hm. Also manchmal ist das was merkwürdig. Da kann man halt mit den Fallen nichts reintun. Aber es steht auch nicht, dass er kaputt ist. Es steht einfach gar nichts dran. Ja, dann sind die. Dann ist ja noch kein Tier reingerannt. Doch, ich habe ja gerade ein Tier rausgeholt. Okay. Das ist manchmal was merkwürdig. Ja. Kann man einfach mal so stehen lassen, ne? Ja. Also 4-mal habe ich schon. Kann die Felle irgendwie verkaufen oder braucht man die später für was anderes? Also verkaufen würde ich gar nichts, weil alles, was wir haben, werden wir irgendwann früher oder später auf jeden Fall brauchen. Okay, okay. Weil du musst halt auch für gewisse Quests ein paar Items immer haben. Mhm. Mein Gott, ey, warum kriegen da immer so viel Steine hier raus aus dem scheiß Ding, ey? Ich will doch nur das Erz haben. Ich habe jetzt zumindest schon mal 10 Zinnerz.
reicht ja erstmal. Aber ich habe auch etliches an Steine. Aber die Dings, die Mine ist hier, müsstest du jetzt auch auf der Karte sehen. Okay. Wo die ist. Ist immer so schön bei Frauen, ne? Die schreiben anstatt einen langen Text dann immer 10 einzelne Nachrichten. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber was die können, kann ich halt auch. Ich mach das dann auch. Ja, warum auch nicht? Ich schreibe dann auch immer 10 einzelne Nachrichten. Ja, mach ruhig. Kommt ja auch sympathisch rüber, wenn man sich anpasst. Ja. Okay, hier ist auch einer drin. Ach Mann, da kann ich jetzt nachher noch meine Tasche fertig machen für die Schwimmsachen, ey. Eieieiei. Stress. Ja, das ist wirklich Stress alles. So viel auf einmal hier. Echt jetzt? So. So, jetzt habe ich noch nicht mal mehr ein Holzstück, um den Zinnbarren zum Brennen, ne? Ja, mein Inventar war ja voll. Passiert. Also mein Inventar hat genau gereicht, um die Zinnbarren da oder Erze erstmal mitzunehmen. Aber gut, dass hier überall Stöcker liegen. Ja, ich habe auch gerade welche geholt. Ja, es ist irgendwie bei diesen Bäumen, die wir hier nicht abbauen können, weißt du? Da haben wir ja eh genug Öcker immer. So, Zinn hinzufügen und brennen. In der Zeit 5 Nachrichten beantworten. Tja, und damit endlich die Folge. Tschüss!